BW1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Es sind harte Zeiten für den Tourismus. Durch die Corona-Pandemie sind die Übernachtungszahlen und die Besucherzahlen der Sehenswürdigkeiten überall zurückgegangen, auch auf der Schwäbischen Alb. Der hiesige Tourismusverband hielt am heutigen Donnerstag im Theater Lindenhof in Melchingen seine Mitgliederversammlung ab. Von Krisenstimmung war dort aber keine Spur, denn im Vergleich zu anderen baden-württembergischen Urlaubsgebieten steht die Schwäbische Alb am besten da, so die Zahlen, die das Statistische Landesamt am Mittwoch veröffentlicht hat. Die Schwäbische Alb wird immer bekannter und immer beliebter. Auch in der Corona-Pandemie entwickelte sich die Urlaubsregion landesweit besser als alle anderen. Der Rückgang bei den Übernachtungszahlen betrug nur 2,4%. Im Landesschnitt gingen die Übernachtungen um 9,3%, in der Region Stuttgart gar um 18,1% zurück. Wir haben uns seit Lockdown, der ja so Mai, Juni zu Ende war, je nach Landkreis ein bisschen unterschiedlich, extrem gut entwickelt. Also bis einschließlich Oktober waren die Übernachtungszahlen sehr gut, die Besucherzahlen von den Sehenswürdigkeiten sehr gut. Das mag auf der einen Seite natürlich an der Landschaft und ihren Sehenswürdigkeiten liegen. Doch das nutzt alles nichts ohne die richtige Vermarktung. Hier hat der Verband auch in Pandemiezeiten ordentlich zugelegt. Mit der Alpcard sogar bundesweit Maßstäbe gesetzt. Wir haben mit der Alpcard die flächenmäßig größte Gästekarte in Deutschland ihrer Art. Also sowohl der ÖPNV ist kostenfrei inkludiert, als auch alle Sehenswürdigkeiten. Das gibt es deutschlandweit nirgends für 10 Stadt- und Land- oder 11 Stadt- und Landkreise. Auch das Schloss Liechtenstein hat sich jetzt den in der Alpcard enthaltenen Sehenswürdigkeiten angeschlossen, ebenso wie die Stocherkahnfahrten in Tübingen. Beides sehr fotogene Attraktionen oder neudeutsch ausgedrückt Instagrammable. Klar, dass die Schwäbische Alb einen eigenen Instagram-Account braucht und seit diesem Jahr gibt es ihn auch. Damit wird die Alb noch ein Stück bekannter. Also gerade bei Instagram ist es ja sehr verbreitet, dass User tolle Bilder, tolles Videomaterial von der Alb einstellen und wir eigentlich nur in Anführungsstrichen dieses Video- und Bildmaterial aufgreifen müssen, in unserem Kanal weiterverbreiten und so gemeinschaftlich mit den, ich sag mal, Einheimischen und Gästen Werbung machen können für die Alb. Geschäftsführer Luis Schumann erwähnte in seinem Bericht ganze 9 Bereiche, in dem sich dieses Jahr im Tourismusmarketing was getan hat. Der Tourismusverband honorierte Schumanns Arbeit mit einer unbefristeten Anstellung. Aber es ist noch viel Luft nach oben, vor allem wenn man in Richtung Schwarzwald blickt. Man vergleicht sich ja gerne mit dem Schwarzwald. Ich möchte das gar nicht tun, denn wir sind ein eigenes, sehr wertvolles Stück Landschaft, wo wir bei den Übernachtungszahlen beispielsweise immer noch Luft nach oben haben. Aber in dem Sinne, dass wir die Menschen einfach auffordern möchten, zu uns zu kommen. Jetzt hofft man im Tourismus natürlich auf ein baldiges Ende der Pandemie. Aber Luis Schumann zeigt sich von einem überzeugt. Die Basis sei gelegt, um nach der Pandemie als einer der Gewinner daraus hervorzugehen. Die Ständige Impfkommission, kurz STIKO, empfiehlt allen Erwachsenen ab 18 Jahren eine Auffrischimpfung. Diese Auffrischimpfung, auch als Boosterimpfung bezeichnet, solle nach Worten der Experten 6 Monate nach der letzten Impfung stattfinden. Bisher gab die STIKO nur eine Empfehlung, unter anderem für ältere Personen ab 70 und Personen in Pflegeheimen. Der Bundestag hat mit den Stimmen der SPD, Grünen und FDP nach heftigen Diskussionen ein neues Infektionsschutzgesetz verabschiedet. Die wesentlichen Änderungen umfassen Kontaktbeschränkungen, 3G-Regeln am Arbeitsplatz, Homeoffice-Pflicht sowie eine 3G-Regel in öffentlichen Verkehrsmitteln. Sollte am Freitag der Bundesrat diesem Gesetzentwurf zustimmen, würde die Corona-Notlage, auf der die bisherigen Maßnahmen beruhen, am 25. November auslaufen. Nach Ansicht der 3 Parteien solle damit unter anderem flächendeckende Lockdowns einschließlich Schließungen von Geschäften vermieden werden. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.